Läuft schon. Kamera läuft. Der Hammer. Jetzt fahren wir zu den Trullis. Das ist ziemlich im Süden von Apulien unten und ist ein Weltkulturerbe. Schauen wir uns jetzt an. Oh, da haben wir lange gerungen mit uns. Machen wir mal so. Das ist so grün und mit diesen Häusern da, mit den Ruinen in der Landschaft immer. Schaut das total aus wie in Irland irgendwie. Also wir waren zwar noch nicht in Irland, sind keine Irland-Profis sozusagen, aber schaut einfach geil aus. Und es ist so grün, also unvorstellbar. Und es blüht grün, gelb, rot, blau, irre. Also echt, echt irre. Totale Begeisterung. So, jetzt sind wir auf der Jagd nach dem berühmten Altamura-Brot. Super knusprig soll das sein. Super knusprig. Und das wird hergestellt in Altamura. Da waren sie mal namenstechnisch total kreativ. Man kann sich das total gut merken, wenn man an allen Naturen. Das ist jetzt mal als Werbung. So, mein Auto, Augenfokus, der erkennt hier zwei Augen. Dabei ist es ein Altamura-Brot. Heike hat es aufgetan und hat es gekauft. Das ist also ein ganz berühmtes Brot. Famoso. Pane Famoso. Und ja, das muss also besonders knusprig sein. Ich glaube einfach, dass es zweimal gebacken ist und sonst genauso. Nach nichts schmeckt wie die anderen. Habt ihr es gehört? Heike hat es gesagt, noch nichts schmeckt wie alle anderen auch. Aber Brot soll ja neutral sein, soll ja bloß die guten Soßen und die unterstützen und dass man es aufditschen kann. In Altamura im Romagno Café und weißt du, was die gemacht haben? Schaut's mal her. Heule! Das ist ja so süß! Ja, das ist echt witzig. Hammer! Ich bin total geplättet. Man mag ja gar nicht wegtrinken. So voll süß. Ja, das ist der wahre Michelangelo auf der Cappuccinis. Cappuccini. Oh, wenn ich mehr zahlen will, dann sage ich es auch. Lang haben wir mit uns gerungen, ob wir diese Trullis besuchen. Und was bitteschön sind die überhaupt? Immer noch auf dem Weg zu den Trullis. In die Trulli-Zone. Nach Italienisch Schlumpfhausen. Trulli! Trulli! Trulli, Trulli! Trulli! Wir sind praktisch mitten in Trullihausen. Genau, schaut aus wie Schlumpfhausen. Schaut sie dann hinein ins Getümmel. Hi. Und dann
Alles okay. UNESCO-Weltkulturerbe, Trulli-Zone, aber hauptsächlich Menschen-Zone. Menschenstrom. Ja, also ich habe einen Kulturschock jetzt. Ich glaube, so Kulturerbe muss man sich anschauen, bevor es entdeckt wird. Ja, genau. Es wäre einfacher dann. Also das musst du schon aushalten. Da waren jetzt so viele Leute, also für unsere Verhältnisse. Also jetzt nicht so hingesagt, aber tatsächlich wie am Stachus. Also ja, enger. Also du musst wirklich aufpassen, wenn du dein Foto gemacht hast und du drehst dich um, dass du keinen umrempelst. Das will man natürlich auch nicht, aber da ist das so. Ja, das heißt, wir... Ohne Menschen wäre es aber ganz süß gewesen. Ja, und da muss man einmal sowas mitnehmen. Gut. Jetzt suchen wir unsere echte italienische Pizzeria. Weil hier auf dem Marktplatz, da ging es uns auch zu sehr zu. Ja, so ist es. So viel Platz. Und zwar. Das sehen die ja nicht oft. Das sehen die nicht. Egal. Ja, wir haben auf unserem Weg Richtung Sizilien einen Sequoia Bosco. Ich hoffe, dass das nicht bloß ein einziger Baum ist, sondern wirklich ein Bosco, ein Wald. Da werden wir hinschauen und da erwarten wir auch nicht so viele Leute. Ja. Wir sind mehr so die für den Wald, für Wald, Feld und Kiesbett. Ja, genau. Nochmal, Wald, Feld, Kiesbetten, Tiere und versteckte Buchten. Genau, irgendwas, wo wir allein sind oder mit nur ganz wenigen Menschen zu tun haben. Genau. So, dann sagen wir Tschüss. Und bis dann. Wir sehen uns. Das ist so unfassbar grün und schön. Das ist super. Ich habe noch ein bisschen Schiss. Aber immerhin schon baden. Und das Wasser ist total warm, das glaubt man gar nicht. Oh, das ist echt schon gut. Yes! Aber nicht, dass in Süditalien Schnee auf den Bergen liegt. Mit sowas habe ich nicht gerechnet. Ich habe gemeint, Kalabrien wäre viel flacher. Lauter falsche Annahmen. Wenn der Pulli nur 2000 Meter hohe Berge hat, muss man sich nicht wundern, wie da rum der Schnee liegt.
heißt, wir fahren gerade irgendwie bei diesem Nationalpark Pollino rum. Und da heißt es ganz große Berge und tiefe Schluchten, dass der hat. Also wir sind weit im Süden. Wir haben einen ganz spannenden Platz in einem See. Sieht man das? Das ist ein Nur See. Nur ist der See heute nicht zu Hause. Ja, kein Wasser, das macht aber nichts. Aber da sind wir wieder wo hingekommen. Ja, Jemini war das eine Zufahrt. Ja, Overländerplatz. Ja. Vor lauter Aufregung haben wir vergessen zum Filmen, aber dafür sagen wir die Rückfahrt, weil wir bleiben nicht hier. Weil uns das irgendwie, ja, wir wollen eine Feier machen und da hinten gibt es so tolle Picknickplätze. Oder einen, der hat sogar einen Grill dabei. Da können wir Feuer machen und grillen und ja, den werden wir nutzen. Und jetzt sagen wir euch den Rückweg. Bist schon vorbei. Hast 20 Meter. Ja, jede Menge Platz. So, die Hauptschwierigkeiten sind vorbei. Ab hier ist wieder Entspannung angesagt. Und da vorne sieht man den Picknickplatz. Den holen wir jetzt. Hier rein fahren können und Heike ist für da vorne. Also ich muss das machen, was die Regierung sagt.
Doch. Kein Problem. Stopp! Stopp! Jetzt das Dach! Ja, das hätte ich vorher schon abgerammt, wenn ich nicht anders gefahren war. Stopp, der Baum! Ja, schöner Platz. Und das ist ja nett, dass die so Grillgitter immer haben. Und das ist unser Bank und Platz. Und bist du zufrieden? Schon. Muss man ein bisschen freihauen, weil sonst hat man die Tiere an den Beinen. An was für Tiere hast du da so gedacht? Ja, Schnecken. Zecken. Zecken, Schnecken. Das ist ein Haischneider. Hoffentlich Trüffelkorn. So, das reicht schon. Den Rest rampeln wir nieder. Ja. Da bin ich mal gespannt. Auf was? Auf unseren Grillabend. Ja, ich auch. Aber so ist es hübsch hier eigentlich, gell? Ja, super. Große Klasse. Die Wiesen sind so geil. Also ich bin jetzt wirklich kein Botaniker oder habe einen grünen Daumen, im Gegenteil. Aber in der Natur draußen, so das Grünzeug, das ist, wenn es da ist und wenn das blüht, ist so schön. Und hier ist phänomenal. Ja, vor allem so mit der Wiese da, wenn da die Blümchen blühen. Ja. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Mohnblumen gesehen. Also nicht wie hier, sondern wie auf der Reise überhaupt. Man beachte meine Konstruktion. Hier. Und hier eine Knotenschlinge. Mit meinem Stein hat es auch gehalten. Fixe Feuerstelle ist geil. Und letztes Mal in unserem Wald haben wir Holz gesammelt. Und das war ein reiner Buchenwald. Haben wir so geiles Buchenholz. Das ist jetzt natürlich der Bringer. Fast wäre wieder was schief gegangen. Und der Staub, den man hier in der Luft sieht, da sagt der Pollenallergiker, ja, servus. Die haben gerade mächtig Sex. Ja, kommen wir zum Schauen. Erzähl du was zu unserem Fauxpas in der Metzgerei. Oh mein Gott. Nachdem wir ja schon halb Vegetarier waren, also zumindest mit Hühnchen und Fisch, haben wir uns sehr eingeschränkt. Aber wir sind schwach geworden. Zack. Das kannst du nicht veröffentlichen. Da wird der jedem Vegetarier schlecht. Ja, schon, aber es gibt da einen Haufen Fleischesser. Und ich glaube, das ist wirklich das erste Steak seit 4 Jahren oder so. Wenn es langfristig aus. So, habe jetzt nur gesalzen, ein bisschen mit Olivenöl. Und das presse ich jetzt da so ein bisschen rein. Unglaublich. Ja, was raucht denn da so? So, guten Morgen. Heute ist Montag, oder? Ja. Es geht schon los, sodass ich die Wochentage nicht mehr zusammenkriege. Das ist ein gutes Zeichen. Wir sind hier so Zwischenstation an diesem wunderbaren Übernachtungsplatz, Picknickplatz,
und fahren halt weiter zum Sequoia Bosco. Da bin ich halt sehr gespannt. Ich meine, ein Traum wäre, zu den Redwoods in San Francisco mal zu fahren. Und hier haben wir die Gelegenheit, so Riesenbäume mal in Italien zu sehen. So, das ist natürlich spannend. Und da fahren wir halt hin. Und ich schaue gerade raus zum Auto. Das braucht einmal eine Wäsche. Schaut mal das an, wie das ausschaut. Sieht man das? Total mit Pollen verklebt und verdingst. Aber ich sehe so wenig Carwash-Anlagen. Wahrscheinlich machen die Italiener ihre Autos nicht dreckig. Da kommt ein kleines Lämpchen. Lämpchen hat Ostern überlebt. Hat sich im Wald versteckt. So, und hier nähern wir uns schon mal dem ersten Hindernis. Beim... Bosco, auf dem Weg zum Bosco. Ja, mal schauen. Und die Italiener, die fahren tatsächlich wieder, weil hier zu ist. Und 1,5 Kilometer ist ihnen zu weit. Schauen wir mal, ob wir es schaffen. So, und jetzt kommt Heike. Mensch, das war ja Action. Bosco Sequoia. Ich sehe Kiefern, aber jetzt hat nur keine Risiken. Ja, unsere Freunde sind auch wieder da. Die haben es ganz schön weit geschafft. Aber was sie da jetzt machen, ob das Fortpflanzung oder Nahrungsaufnahme ist, man weiß es nicht. Und stören werden wir es jetzt auch nicht. Und da ist Gruppenkuscheln angesagt. So, und hier sind wir beim Hindernis Nummer 2. Sie schreiben, wir sollen die Tür wieder zumachen. Das täte man ja gerne, aber leider haben sie hier auch ein Schloss dran gemacht. Und damit war das schon wieder die Ende von unserem Ausflug. Keine Ahnung, warum man einen Wald einsperren muss, aber so mit doppelt Stacheldraht und von diesen Sequoia-Bäumen sieht man leider noch gar nichts. Ja, du Hund, du. Und auch noch auf neuer Route. War die leichter? Wahrscheinlich, ja. Und dann war klar, warum das so streng eingezäunt war. Hast du unsere Abfälle dabei? Ja. Echt? Wahnsinn. Da kommen noch mehr. So, Ende der Geschichte. Gut. Der Zähne, hau mir ab. Wow. So ein Gerät. Und dann kam der Wald. Unsere Befürchtung, dass es nur ein Baum ist,
war unbegründet. Es waren mindestens zwei. Fazit vom Wald: keine Menschen, nur wir, die Schweine und die Bäume. Es wäre schade gewesen, wenn wir abgebrochen hätten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, schön brav bleiben und macht's es gut!